In den letzten 24 Stunden überschlagen sich die Ereignisse nach der Europawahl auch bei der AfD. Die AfD hat heute nämlich bekannt gegeben, dass sie ihren EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah aus der EU-Fraktion rauswerfen werden und er damit fraktionslos im EU-Parlament sitzen wird. Und das ist wirklich ein riesengroßer Paukenschlag. Was bedeutet das für die AfD? Und was bedeutet das auch für Maximilian Krah? Schauen wir uns die Details mal an. Los geht's! Maximilian Krah ist als Spitzenkandidat der AfD bei der Europawahl angetreten und stand dort auf dem allerersten Listenplatz. Und nach den aktuellen Hochrechnungen ist die AfD mit 16% bei der Europawahl, ja, hat sie bekommen. Und damit dürften 15 Personen von der AfD-Liste in das Europaparlament einziehen. Und darunter natürlich auch Maximilian Krah, der ja auf dem ersten Platz stand. Das Blöde ist nur, dass Maximilian Krah sich in der Vergangenheit viel zu viele Skandale geleistet hatte. Ob sie jetzt berechtfertigt sind oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Und dadurch ist er in Ungnade sowohl bei der AfD-Spitze gefallen, als auch bei der EU-Fraktion Identität und Demokratie, welche der AfD angehörte. Und deswegen hat die AfD jetzt harte Konsequenzen gezogen. Vor 2 Wochen hatte die AfD ja bereits ein Auftrittsverbot für Maximilian Krah verhängt, sodass der nicht noch weitere Skandale heraufbeschwört. Und die AfD wurde aus der EU-Fraktion Identität und Demokratie rausgeschmissen. Und deswegen hat die AfD-Spitze heute komplett die Reißleine gezogen und Maximilian Krah komplett aus der eigenen AfD-Fraktion rausgeschmissen. Ich betone nochmal, nicht aus der AfD, sondern aus der EU-Fraktion der AfD. Die Bild-Zeitung schrieb heute: Beben nach der Wahl. AfD schmeißt Krah aus EU-Fraktion. Die neu gewählten Europaabgeordneten der AfD schmeißen ihren Spitzenkandidaten, den Skandalpolitiker Maximilian Krah, raus. Er wird nicht Teil der künftigen AfD-Delegation im Europaparlament sein. Die neu gewählten EU-Abgeordneten der AfD stimmten am Montag bei ihrer konstituierenden Sitzung für einen Antrag, Krah nicht aufzunehmen, wie dieser selbst mitteilte. Und das, meine lieben Zuschauer, ist ein riesengroßer Paukenschlag, den selbst ich nicht erwartet hätte. Ich meine, wenn, dann hätte ich diesen Schritt doch vor der EU-Wahl erwartet, zeitgleich mit dem Auftrittsverbot von Krah, um damit vielleicht das Meinungsbild in der Bevölkerung noch etwas anpassen zu können und einige Wählerstimmen zu retten. Also man muss hier ganz klar davon ausgehen, dass der jetzige Rauswurf von Maximilian Krah rein strategische Gründe hat, um die AfD wieder in die EU-Fraktion Identität und Demokratie hinein zu manövrieren. Getreu dem Motto, die ID-Fraktion macht 2 Wochen vor dem Europawahlkampf ohne die AfD ihren Wahlkampf, um quasi keine Wähler wegen den Krah-Aussagen zu verlieren. Und jetzt direkt nach der EU-Wahl stellt man dann wieder alle Weichen, um die AfD wieder in die Fraktion mit aufzunehmen. Und deswegen macht die AfD jetzt das Bauernopfer und schmeißt Maximilian Krah aus der eigenen Fraktion raus. Und Maximilian Krah hat sich dazu selber schon auf Twitter geäußert und er zeigte sich richtig enttäuscht. Schaut euch mal diese Aussage von ihm auf Twitter an. Und Sie erleben mich weiter in guter Laune und zufrieden mit dem Wahlergebnis von gestern. Aber was heißt das jetzt? Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass ich nicht zum Club der Fraktionslosen gehöre. Man kann ja aus einer nicht existenten Fraktion auch nicht ausgeschlossen werden, aber die Kollegen möchten die Verhandlungen in einer Gruppe der Fraktionslosen mit dem RN alleine führen. Ohne Sie. Ohne mich. Und ich wünsche dafür selbstverständlich sehr viel Glück. Sie wissen, Herr Aus ist ein ehrenwerter Mann und er wird das sicher mit großem Geschick und hoffentlich Erfolg führen. Und sind Sie jetzt freiwillig nicht der Gruppe beigetreten oder wurden Sie nicht reingewählt? Ich wurde nicht reingewählt. Deutlich? Es waren 8 dagegen, mich reinzuwählen. Das heißt, es ist dafür gestimmt worden, Sie nicht reinzuwählen? Mit 5 Stimmen, genau. 8-7 dann, oder? Mit ein paar Enthaltungen. Sagen Sie es doch einmal, wie es war, das Ergebnis. Es war 8-4-3.
Können Sie jetzt in Herrn Büstron sein? Das wird jetzt wohl nachher entschieden, aber ich gehe davon aus, dass man die Gruppe nicht so dezimieren will, dass man gar niemanden mehr hat. Können Sie den Schritt nachvollziehen? Ich halte ihn für falsch. Ich halte ihn für strategisch falsch und ich halte es für das falsche Signal. Eine Partei, die antritt, um zu sagen, wir vertreten deutsche Interessen in Brüssel, auch gegen die EU, sollte sich nicht von einer ausländischen Partei vorschreiben lassen, mit wem sie antritt. Ich meine, wenn wir genau die anderen Parteien dafür kritisieren, dass sie in Brüssel sich zu viel diktieren lassen in ihre eigenen deutschen Angelegenheiten, sollten wir uns dann nicht dagegen wehren, dass andere Parteien uns vorschreiben, wer der Spitzenkandidat ist? Das heißt, es ist ein erstaunlicher Widerspruch in sich, den ich für falsch halte. Aber wie Sie wissen, respektiere ich immer die Entscheidung der Parteimehrheit und werde das jetzt mit großem Interesse beobachten. Also wenn man dieses kurze Video von Maximilian Krah sieht, dann kann man richtig sehen, wie enttäuscht und wie traurig Maximilian Krah über diese Entscheidung der AfD ist und dass er es für den völlig falschen Weg hält. Und damit ist er natürlich auch innerhalb der AfD nicht alleine. Als ich nämlich letzten Monat in Deutschland unterwegs war, habe ich mich mit sehr, sehr vielen Menschen unterhalten, unter anderem auch mit der AfD-Basis aus meiner eigenen Heimatgemeinde. Und viele in der Basis der AfD sehen diese Abkehr von Maximilian Krah und teilweise auch von Büstron als den komplett falschen Weg. Dieser Quasi-Rauswurf jetzt von Maximilian Krah sorgt bei sehr vielen für ein Rumoren und dadurch wird die AfD jetzt zwei Sachen erreichen. Auf der einen Seite wird man dafür natürlich die Weichen stellen, um wieder in die ID-Fraktion reinzukommen und damit Mehrheiten im EU-Parlament zu erzielen. Aber auf der anderen Seite wird man dadurch sicherlich einige Wähler in der Basis verlieren, und zwar die Wähler, die es nicht verstehen, dass man sich jetzt den ausländischen Parteien anbiedert und dafür die eigenen Politiker fallen lässt. Und das klingt jetzt erstmal extrem hart, aber genau so ist nun mal gerade die Stimmung an der Basis und die AfD-Spitze muss sich jetzt einiges einfallen lassen, um dieses Murren in der Basis nicht weiter ausarten zu lassen. Und mit AfD-Spitze meine ich jetzt nicht nur Alice Weidel und Tino Chrupalla, sondern die ganze AfD-Spitze sowohl im Bundestag als auch im Europaparlament. Weil dieser Rauswurf von Maximilian Krah, der wurde ja wie gesagt von den EU-Kandidaten selber gemacht. Es wurde ja abgestimmt und Maximilian Krah sagte, es war 8-4-3. Das heißt 8 Fürstimmen für den Rauswurf, 4 dagegen und 3 Enthaltungen. Und sicherlich wird man bei dieser Abstimmung die Vorgaben von der AfD-Spitze, von der Parteiführung gehabt haben, aber trotzdem tragen jetzt alle die Verantwortung dafür, sowohl die AfD-Spitze im Bundestag als auch im EU-Parlament. Und deswegen jetzt die große Frage, was bedeutet dieser Rauswurf für Maximilian Krah? Also das bedeutet allererstes mal, dass er höchstwahrscheinlich fraktionslos bleiben will, da ihn die AfD ja nicht in die eigene Fraktion mit aufnimmt. Und deswegen muss er sich jetzt mal große Gedanken machen, was seine nächsten Schritte sein werden. Weil er ist ja ins EU-Parlament reingewählt worden und bekommt demnach auch die kompletten Bezüge. Und das wird er sicherlich jetzt aus zwei Gründen nicht hinschmeißen. Erstens ist das eine ganze Menge Geld, 10.000 Euro pro Monat, und zweitens hat er ja als Mitglied des Europaparlaments weiterhin eine gültige Stimme für jede Abstimmung. Also auch wenn er aus der AfD-Fraktion jetzt verbannt wurde, wird er trotzdem der AfD nicht den Rücken kehren und weiterhin im Interesse der AfD handeln. Das heißt, er wird weiterhin für alle AfD-Anträge stimmen und somit der AfD ja für mehr verhelfen im EU-Parlament, weil es ist ja egal, ob er in einer Fraktion ist, eine Stimme ist eine Stimme. Und natürlich könnte er sich jetzt auch anderen Fraktionen anschließen, zum Beispiel einer Fraktion rechts von der AfD. Allerdings wäre er damit ja dann an die Abstimmungen und Entscheidungen dieser anderen Fraktionen gebunden. Und das weiß ich nicht, ob er sich diese Zwänge antun will. Also auf jeden Fall gibt es jetzt einige Möglichkeiten, sowohl für die AfD als auch
für Maximilian Krah und die kommenden Tage wird dann zeigen, wohin die Reise geht. Außerdem muss auch noch geklärt werden, was mit Peter Bystrom passiert, weil ihm wird ja immer noch seine Affäre um die russischen Bestechungsgelder zur Last gelegt, obwohl es nach wie vor keine Beweise gibt. Also auch hier wird sich in den nächsten Tagen zeigen, was genau passiert. Was haltet ihr denn jetzt von diesem Rauswurf von Maximilian Krah aus der EU-Fraktion der AfD? Findet ihr das gut oder findet ihr das schlecht? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.